enttäuscht bei den Weltmeisterschaften übrigens. Da gab es keine Medaille für die erfolgverwöhnten Russinnen. Das ist der Zwischenstand. Und auch was Wolfgang Pichler so erzählt, der Druck zu Hause ist enorm. Jetzt noch größer geworden, da die russischen Herren in Oberhof alles abgeräumt haben. Nur erste Plätze zählen. Wolfgang Pichler hat erzählt, nur weil er so alt und abgebrüht ist mit seinen 57, lässt er das nicht an sich rankommen. Wir wollen gern hören, was Miriam Gössner hier zu sagen hat. Christian Dexner, bitte. Tja, Miriam Gössner sicherlich vor allen Dingen zufrieden, weil es heute nur einen Nachlader gebraucht hat. Mit welcher Einstellung sind Sie heute an den Schießstand gegangen? Ja, ich habe von Anfang an ein bisschen Rückstand gehabt und habe dann gedacht, okay, ich versuche es einfach heute mal wirklich richtig gut am Schießstand zu machen, dass ich ein bisschen wieder was aufholen kann, und habe mich sehr, sehr konzentriert und es hat gut funktioniert. Und ich habe eben schon gehört, Sie haben sich beschwert, in Anführungsstrichen, die Strecke sei zu schnell. Was haben Sie denn damit gemeint? Ja, es stimmt. Also es ist ein bisschen schnell heute. Da ist es nicht so einfach, Zeit wieder gut zu machen, weil wenn man halt einfach von Haus aus eine hohe Geschwindigkeit hat. Klar ist es so angenehmer zu laufen, aber uns Deutschen kommt es immer ein bisschen entgegen, wenn es ein bisschen tiefer ist. Aber gut, es ist auch mal ganz angenehm, wenn es dann schnell vorbei ist. Sie haben immerhin 40 Sekunden gut gemacht. Das ist ja gar nicht so schlecht. Und wie schaffen Sie es denn, dieses Laufniveau zu halten? Ich weiß nicht, ich versuche mich einfach gut zu regenerieren zwischen den Wettkämpfen. Wir haben einen Physiotherapeuten, der uns immer schön die Beine massiert und wieder locker macht. Und dann natürlich die Speicher immer wieder aufzufüllen mit gutem Essen. Und einfach so das, was alle eigentlich so versuchen zu machen. Danke. Kurz und knackig und immer mit einem strahlenden Lachen begleitet Ihre Analysen. Treffender kann man es nicht sagen. Martin, auf geht's, hopp, jawohl. Komm, auf geht's, hopp. Und hopp. Und genau, Frequenz schön hochhalten. Auf, hoppa. Und Ski, komm, auf geht's. Ja, das geht richtig schwer bei Tina Bachmann. Rückstand jetzt 1:03. Nach dem Schießen waren es 56 Sekunden. Also da sind noch ein paar dazugekommen. Kein Wunder, von Solemdahl, dann die Russinnen, dann Italien. Und hier hinten waren jetzt die Tschechinnen und die Französinnen mit dabei. Jekaterina Schumilova hier vorne in diesem Jahr zum ersten Mal in ihrer Karriere in einem Weltcuprennen unter die Top 10 gekommen. Das ist Solemdahl schon einige Male gelungen und die sieht jetzt gleich den letzten Wechsel, wenn sie um die nächste Kurve kommt. Das ist hier keine geringere als Tura Berger, die Weltcup-Führende, die hier in Ruhpolding vor 10 Monaten 4 WM-Medaillen gewonnen hat und auch in diesem Jahr in einer überragenden Form ist. Also, das wird ganz schwer, sie hier vorne noch zu verdrängen. Aber nichts ist unmöglich. Vor allen Dingen in den Biathlon-Rennen nicht. Wechsel von Solemdahl auf Tura Berger, Norwegen führt. Dann kommt Jekaterina Schumilova, die ihren Stammplatz heute sicherlich untermauert haben dürfte. Also auch bei den Weltmeisterschaften in Novo Mesto im Team Russland mit dabei sein sollte. Erstmals auf der letzten Position Olga Zaitseva nach ihrem Sieg von Oberhof von Wolfgang Pichler hierher beordert. Die Norweger siegesbewusst und das hier, dickes Kompliment, Italien, Nicole Gontier auf 3, das ist ein Hammer. Zuletzt der 6. Rang in Oberhof, das war das Beste, was italienische Staffeln seit vielen, vielen Jahren geschafft hatten. Und heute könnte es sogar noch weiter nach vorn gehen. Dann kommt Frankreich, dann Deutschland und dann Tschechien. Und der Schritt ist schwer bei Tina Bachmann. Diese 6 Kilometer haben geschlaucht. Ungewohnte dritte Position. Erstes Schießen stark, zweites mächtig gewackelt. Andrea Henkel ist unterwegs. Rückstand 1:06 auf Platz 5. Das Nahziel ist auch das, was vorher ausgegeben wurde. Nochmal aufs Treppchen wie in Oberhof und das ist noch drin. Nächster Wechsel jetzt hier bei der Slowakei. 1:30 der Rückstand für die Slowakinnen. Da ist jetzt Teresia Poljakova unterwegs, eine ganz unerfahrene. Dann kommt Polen.
Und dann die Ukraine. Wir erinnern uns, Vita Semerenko ganz stark zu Beginn. Jetzt der Rückstand doch schon deutlich. 1,47 für die Ukraine auf die führende Staffel Norwegens. Ja, Sieg ist gewiss. Die Schlachtenbummler aus Norwegen. Im Prinzip haben sie auch einen Grund dazu, denn Tora Berger in 7 von 10 Rennen in diesem Winter auf dem Podium, die Weltcup-Führende. Eine Ruppolding-Spezialistin, Weltmeisterin hier über 15 Kilometer und im Massenstart. Dazu weitere Medaillen in der Mixstaffel und mit der Staffel. Und nach Amlich, dieser Stil immer leicht nach vorn gebeugt, ähnlich wie ihr Landsmann Halvard Hannevold einst. Nicht gerade lehrbuchreif, aber wenn es denn so genau hinkommt, dann wird kein Trainer der Welt etwas daran ändern. Rückstand der Russinnen beim Wechsel, 25,9 Sekunden. Olga Zaitseva war zuletzt in Oberhof eine der stärksten Läuferinnen, dort mit großartiger Form. Schauen wir mal, ob sie ein bisschen dichter rankommt. Ja, Rückstand fast auf die Sekunde so geblieben. Und dann kommt die nächste Italienerin, Alexia Rongaldier. Sie eine ganz junge und unerfahrene. Aber es wird bestimmt schwer für sie, diesen Platz zu halten. Schon jetzt am Schießstandberg schaut sie ein bisschen müde aus und weniger frequent als zum Beispiel Andrea Hecker. Rechts Anaïs Bescon, die starke Französin, links Henkel, dahinter dann die Tschechin mit der 11, das ist Veronika Zvarikova. Und Tina Bachmann bekommt sofort die aufbauenden Schulterklopfer von Miriam Gössner und mag sie so recht nicht in Empfang nehmen, auch Magdalena Neuner dort gleich. Und die weiß bestimmt, wie man sich fühlt, wenn man nicht ganz so dolle rumkommt. So ist es ihr geschehen bei der Weltmeisterschaft hier vor 10 Monaten. Also aus dem Vorsprung von Miriam Gössner. Beim zweiten Wechsel sind dann 1 Minute und 6 Sekunden Rückstand geworden. Beim dritten Wechsel auf sie hier, auf die Norwegerin Tora Berger. Sie ist eine ausgezeichnete Schützin, vor allen Dingen im Liegenschießen hat sie uns schon einige Male in diesem Winter begeistert. Staunend mit dem Kopf schütteln lassen, sie schießt unglaublich schnell. Mal sehen, ob auch heute, im Moment müsste sie nicht unbedingt schnell Feuer schießen. Fantastisch. Ohne Worte, absolute Weltklasse, Tora Berger. Und jetzt Olga Zaitseva, eine der erfahrensten im Feld mit ihren 34 Lenzen. Olympiasiegerin mit der russischen Staffel 2010 in Vancouver. Berger ist weg, Zaitseva fängt an. Ja, fast genauso gut. Ebenfalls ohne Makel, ohne Fehler. Russland weiter auf 2. Pavel Rostovtsev, der Mann, der gemeinsam mit Wolfgang Pichler die Geschicke der Russinnen leitet, der alles übersetzt, was Wolfgang Pichler in seinem Bayerisch nicht an die Frau bringt. Und jetzt Italien. Alexia Rongaldier.
Donnerwetter, auch das eine ganz starke Vorstellung der 21-Jährigen, die natürlich bei weitem nicht so erfahren ist wie Andrea Henkel. Und die schießt jetzt. Und kann sofort hinterher, auch sie ohne Fehler, genauso wie die Tschechin. Es geht aber auch kein einziges Lüftchen, sodass man fast schon null schießen muss, um hier eine Chance zu haben. Auch Anaïs Bescon gelingt das. Also die ersten fünf, die hier durch sind, alle ohne Fehl und Tadel. Rückstand hat sich um 10 Sekunden vergrößert jetzt von Andrea Henkel auf die führende Tyra Berger. Aber interessant ist, Norwegen ist sicherlich nicht mehr zu holen. Aber die anderen, Frankreich sowieso, die sind ja fast gemeinsam unterwegs. Die Italienerinnen etwa eine halbe Minute vor Deutschland. Ja, grandiose Serie. Die Projektile rauschen damit 315 bis 350 Metern pro Sekunde nach vorn. 50 Meter Scheibenentfernung. Alles kein Problem für Tyra Berger. Für die ersten fünf, die hier durch sind. Russland deutlich auf zwei. Und die Italienerinnen, das ist ein Hammer. Immer noch auf Platz drei. Die Serie von Andrea Henkel, die im Sommer sehr an ihrem Liegenanschlag gearbeitet hat, die den Vorderschaft ein bisschen verändert hat, dort ein bisschen was angebaut hat, damit der Winkel ihrer linken Hand da ein bisschen anders ist. Und das hat in diesem Falle hier hundertprozentig funktioniert. So, für Tyra Berger gilt jetzt Spannung hochhalten, nicht die Konzentration verlieren. Vorsprung ist gewaltig. Halbe Minute auf die Russinnen, auf Olga Zaitseva. Und dann nochmal über eine halbe Minute auf Italien. Zaitseva hält sich gut hier, angefeuert nochmal von Wolfgang Pichler, der nicht im Mannschaftshotel der Russinnen wohnt, sondern bei sich zu Hause. Das ist allerdings auch nur 100 Meter vom Hotel.